Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir waren zuletzt. Es sind mittlerweile ein paar Tage vergangen. Die Aufnahme, das ist jetzt tatsächlich die erste Aufnahme, die ich im Jahr 2021 mache. Aber soweit ich weiß, haben wir das Suppression Device, also den Mörser oben auf dem Dach von dem Combine-Hauptquartier deaktiviert und sind jetzt quasi auf dem Weg weiter. Sieht irgendwie. Schielt der? Ja, der scheint einen Silberblick zu haben. Okay. Mal weiter hier runter. Gucken wir mal, was das Combine noch so für uns auf Lager hat. Wir müssten also auf dem Weg zur Zitadelle sein. Weil Eli dort gefangen genommen ist. Dr. Freeman, since you shut off the suppressor and open the gate, we can really move people through now. The Combine's gonna feel the squeeze. We dropped a crate of rockets coming across the plaza. If you can make it there, you should have everything you need to take down these Striders. Ah, die Strider. Danke. Ich werde mich drum kümmern. Speichern wir doch gerade mal, auch wenn jetzt wahrscheinlich gleich ein Wit geladen kommt. Ah, da hört man jetzt auch schon den Strider. Da ist er. Der erste Treffer ist drin. Das sollten wir aber mal hier ein bisschen, weil der uns jetzt verfolgt, wenig den hier tun. So, die Strider haben die Eigenschaft, dass sie sich auch hier runterducken können, wie man hier sieht. Der schießt jetzt hier. Und der kann auch in die Knie gehen, was er jetzt gerade tut. Sehr schmerzhaft. So, da muss ich eben mal durch. Da hat er uns eben weggeschossen. Und wir können kaum noch rennen. Das ist nicht gut. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß auch nicht genau, wie wir da hinkommen mehr. Reaktiert ist da weg. Kein Problem. Wir müssen zu der Kiste und die war hier hinten. Hier nach hier. Und hier aus können wir die Strider jetzt beschießen und auch in Deckung gehen. So irgendwie. Sagt irgendwie. Der erste wäre weg. Das ist so ein bisschen wie mit den Dropships. Das ist der zweite. War da hinten irgendwo. Schauen wir mal. Bisschen aus der aus, das wird nicht passieren. Einmal. Da geht der selber in Deckung. Da hinten ist noch einer. Ich habe große Munition, ich gebe die auf Blatt. Einmal. Ich weiß nicht, ob es ein Treffer war oder nicht. Das ist so eindeutig keiner. Der ist weg. Und der auch. Das hört sich jetzt so an, als wäre es das gewesen, was die Strider angeht. So, dann schauen wir mal, der hat hier ein offenes Haus gebrannt, sprengt er gesagt. Schauen wir mal, was wir drin finden. Etwas Lebensenergie, gut. Aufgrund des niedrigen Schwierigkeitsgrads, den ich eingestellt habe, brauchen wir die jetzt nicht. Aber hier können wir nochmal sehen, die Strider. Hier kommen ein paar Soldaten hinterher, die nicht gerade erfreut sind, dass wir die Strider erledigt haben. Ich mag diese Granaten überhaupt nicht. Die haben zwar den Gegner total desintegriert, oh Mann. Aber irgendwie den einen, dann sind sie abgeprallt und waren weg. Nein, was ist das hier?
das hört sich eigentlich jetzt wieder nach einem Strider an, ehrlich gesagt. Also die laufen hier in der Stadt noch irgendwie rum. Da kommt noch einer. Das ist jetzt wahrscheinlich so ein Ding, wenn du zu lange brauchst, kommt wieder ein Strider. Ja. Wir wissen ja, wie wir mit denen umgehen müssen. Das war zwar mehr als drei Schüsse, aber große Chance gegen uns haben die auch nicht mehr. Na bitte. Dann schauen wir mal weiter. Ich würde sagen, das war nämlich nicht die richtige Richtung. Hier geht's nicht weiter. Kommt jetzt also immer ein Strider nach. Okay, hier ist das Leute von uns. Mal schauen, muss ich vielleicht dahinter zu denen? Scheint so. Hier unten scheint es mich weiter zu gehen. Zumindest ist hier Munition. So. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was hier lang geht. Ja. Eindeutig in den nächsten Abschnitt. So, hier runter und. Ah, ich glaube, ich weiß, was passiert. Irre, kommt hier jetzt ein Strider in dem Moment, wo ich hier. Der kommt jetzt hier quasi von hinten, springt sich durch. So, da wir nur drei Schuss haben, kriegen wir den jetzt einfach nicht platt. Wir müssen also erstmal hier ein bisschen in Deckung gehen. Natürlich kann der hier. Das war jetzt super klug. Man hat sie übrigens im Spawn gesehen, das war, fand ich sehr lustig, dass man gesehen hat, wie die Gegner gespawnt sind. Ich schmeiß erstmal eine Granate, nicht weit genug. Es hätte nur noch gefehlt, dass er danach in die Granate reinrennt. So, wir sind jetzt erstmal hier drin, solange keine Öffnung nach außen besteht, kann der Strider uns nicht beschießen. Mal ein Vorteil. Denn auch wenn er eigentlich ja genug Macht hätte, die Wände zu zerstören, machte das tatsächlich nicht. Da ist er schon wieder. Jetzt müssen wir ein bisschen in Deckung gehen. Verdammt. Ja, da ist er auch. Und da hat er genau reingeguckt. Das sind quasi die Combine Flashbangs. Sehr schlechte Situation gerade. Ich muss hier hoch. Also was ich tatsächlich gerade versuche zu tun ist. Vorwärts zu kommen, bis ich zu einer Munitionskiste komme, in der wieder Munition. Da ist sie. Diese Kiste habe ich gesucht. Grummel, grummel. So, den hier kann ich jetzt nachladen und den Strider damit so,
damit beschießen und dabei immer schön mich nicht von den fliegenden Flashbangs blitzdingsen zu lassen. Was ich vorhin jetzt so super gut geschafft habe die ganze Zeit. Sehr fein. Der wäre also weg. So, da hinten, die sind auch weg. Und ich gucke jetzt mal, was hier hinten drin ist. Ach du Mist. Fällt gerade auf, ich hätte ja auch die Gravity Gun nehmen können, ne? Nun gut. Habe ich nicht gemacht. Gucken wir mal hier weiter. Hier geht es scheinbar auch weiter. Dr. Freeman! It's a mess out there. This close to the Citadel, they've turned the streets over to Striders. I think we can push them back if we can just get to high ground. We're almost to the Citadel wall, Doc. I don't know how the hell we're gonna breach it, but. You've made it this far. I'm sure you'll think of something. Ich werde schon irgendwie durchkommen. Okay, noch mehr Stunden. Pferd. Das war, glaube ich, nicht sehr günstig, hier einfach reinzuwenden. Ich wollte in die Nähe von dem kommen, sodass ich in der Lage, bin, die gut zu treffen. Munition. So. Geht's hier lang? Eventuell hier hoch. Ah ja, hier hoch und hier. Nein, nicht hier rein. Okay. In die Ecke. Und direkt noch ein Strider. Aber hier unten können wir direkt rein. So. So. Da haben sie ein bisschen den Boden weggesprengt. Wenn ich jetzt noch die Gegner sehen würde. Könnte man sie auch erledigen. So. Hier haben wir die Munitionskiste. Können wir die mal so machen. So, die Strider können wir zuerst wieder besiegen. Von der Logik her ist erst vorgesehen, die Strider zu besiegen, wenn wir eine weitere von den Raketenkisten finden. Mit unendlich Raketenmunition. So. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist herrlich. Hier schießt der Strider mit auf uns ein.
keine Ahnung, wo wir lang müssen. Was typischerweise ein schlechtes Zeichen ist. Denn hier ist hier nur so und so viel Zeugs zum Heilen. Hier gerne hoch, ehrlich gesagt. Da wo wir jetzt hinkommen. Das ist, wo sie uns in den Boden gesprengt haben. Dann kommt hier. Hier sind wir rein. Da haben sie uns in den Boden gesprengt. Genau. So. Ich glaube ja auch, dass die endlos respawnen gerade. Mich hat die andere Wunde. So, da kann ich nicht hier lang. Hier geht's runter. Dann kann man wohl hier. Ja, hier, das war hier, war nicht eindeutig. Nachladezeugs. So. Diese Energie zum Nachladen. So, dann schauen wir mal weiter. So, ich habe übrigens eben die ganze Weile vor dieser Kiste gestanden und habe echt die ganze Zeit die linke Maustaste gedrückt, aber der hat nicht zugehört. Blöd, ne? Dann geht's noch weiter nach oben. So, und hier ist sie, die Munitionskiste, nach der wir gesucht haben. Von irgendeinem Spider beschossen werden können. Egal wo wir in Deckung gehen, weil wir in das Gebäude drin laufen. Das ist das Einzige, was wir machen können, hier offensiv, die Defensive nach vorn. Nämlich der Angriff. Und so ist denn jetzt der zweite dahin. So, und das war der Musik nach zu urteilen, der letzte. Raus, danke schön. Gut auch. So. Jetzt, wo wir nicht mehr unter dem Druck sind, dass wir vor dem Strider rennen müssen, ist das Ganze schon viel einfacher. So, hier geht es nicht raus weiter. Ich werde versuchen drüber zu hüpfen und dann schubst der mich weg. Das ist natürlich hier keine gute Idee. Okay. Hier jetzt müsste auch so hier drüber. Hier waren nämlich die zwei. Gut, das ist nur Zusatz quasi. Okay, ich weiß immer noch nicht genau, wo wir hin müssen.
Panzer da oben. Take this med kit. Nein, das ist einer von uns. Das ist echt für mich total schwer zu erkennen hier in dem Spiel gerade. So. Nochmal nachladen. Dann nochmal nach oben. Da ist das Pferd, da wollen wir hin. Okay. Okay, okay, okay. Da unten kommen wir her. Oder einer von uns. Das sieht so aus, als würde ich ganz langsam hochkommen, aber passiert leider überhaupt nicht. Okay, wir sind wieder unten. Gut. Also man hört eindeutig, wir werden noch beschossen. Wir haben ja noch Querschläger um uns rum, die einschlagen. Ich habe aber keine Ahnung, wo der Gegner dazu ist. Und der scheint auch kein bisschen zu treffen. Dem Pferd. Ihr habt jetzt mit Sicherheit schon lang gesehen, wo es lang geht. Gesehen von denen, die sowieso wissen, wo ich lang müsste. Aber ich bin gerade. Ist es vielleicht hier lang? So rüber. Da so rüber. Da so rüber. Ja, hier kommen wir zu dem Pferd. Ah, verzogen zum Schießen. Komm, lass dich nochmal blicken. Na bitte. Der andere ist hier hinten irgendwo. Der kommt. So. Hier muss aber noch einer sein. Ah. Noch einer. Der muss auch seine Deckung gleich wieder verlassen. So. So, Freunde. Sehr schön. Ihr wisst aber, es ist hier sehr... Oh. Da wurde das Pferd umgeschmissen. Von Dog. Hey Dog, ich bin's. Okay. Through the plaza, knocking over walls, and I think he's looking for Alex. He seems to have it set in his head that she's in the Citadel. I figured Alex wouldn't want him getting any deeper in trouble, but hell, you try stopping him. Was hast du vor? Dog, not there. You can't get through that way. Ja, vielleicht nicht, aber. I'll be damned. I think he wants you to go through, Gordon. You better hurry. Wenn das Spiel mich lässt, gerne. Okay. Jetzt sind wir wieder unter der Erde. Dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wir sind jetzt innerhalb des Walls der Zitadelle. Das heißt, jetzt kommt's hier. Sehen wir hier, wie es innerhalb von dieser Schutzmauer aussieht. Okay. Das Kapitel heißt übrigens unsere Gönner. Ich speichere mal ab. Das ist jetzt wieder so ein Spring- und Runterfall-Abschnitt. Ihr merkt, die fallen schon demonstrativ die Steine, um zu zeigen, Achtung. Hier kann man in seinen Tod stürzen. Probieren wir es mit hier, mit Bremsen. Das sah schon mal ziemlich gut aus. So. Ich würde
sagen, diese hoch- und runtergehenden Plattformen sehen nach einem sehr guten Ziel aus. Zack. Okay, jetzt runter und wieder hoch. Ah, wenn es oben ist, ist hier ein Eingang. Nun gut. Jetzt genau sind. Okay. Hier sind also diese Ports, die hier entlang fahren, in denen einen von denen war Eli Vance auch drin. Das war ein Teleport. Ich habe mir erstmal gedacht, jetzt kommen Gegner. Ich glaube, hier geht's nicht lang. Schauen wir mal weiter. Gucken wir mal, was in der anderen Richtung ist. Eine Sackgasse. Okay, also geht's da doch weiter. Weil hier hoch kommen wir nicht mehr. Da vielleicht? Nee. Okay. Dann würde ich sagen, hier lang, da lang, speichern. Weil hier fällt man ziemlich schnell runter. Diese eine Wand im Weg. Ja, ich dachte jetzt schon, ich wäre jetzt schon runtergefallen. Ich will es noch ein drittes Mal. Da ist die Wand im Weg, ja, ja. Okay. Also ein anderer Weg muss es sein. Der auch nicht. Das ist ein sehr verwirrendes Labyrinth. Okay, das ist... Also, wie komme ich hier jetzt nochmal gucken? Mich hin, was ist hier? Nichts. Was ist da? Nichts. Hier komme ich nur dahin. Ihr seht jetzt mit Sicherheit schon lang, wo ich lang muss. Und ärgert euch, dass ich so blind bin und nicht auf die Idee komme, einfach hier lang zu laufen. So, das Geknacke von diesem Transportsystem hier wird immer lauter. So. Aha. Was haben wir hier? Aha, das sieht aus wie entweder der Tod oder ein Teleporter. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist hier ein Kraftfeld. So. Also hier rechts, die gingen in diesen Strahl rein. Ich würde behaupten, da wollen wir nicht rein. Denn wie man hier sieht, die bieten sich einem schon an, dass man hier mitfahren kann. Und ich behaupte mal, wir wollen mit dem anderen mitfahren, mit dieser Seite hier. So. Und fahren einfach mal mit. So. Und wir haben ja gespeichert, das heißt, wir können auch gucken. Da wackelt das Ding ziemlich in alle Richtungen. Wir fahren
in das Licht. Und ich würde sagen, was dahinter ist, das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, miau.